Grüß euch. Wir haben jetzt viel gesprochen über Vorbereitungen auf das Kommende. Pläne, Ausrüstung, Verteidigung, Bevorratung und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten man erlangen soll. Und jetzt geht's um die seelische Vorbereitung. Und zwar trifft die jeder für sich alleine. Jetzt geht's darum, wo ist deine Aufmerksamkeit? Wo ist dein Fokus? Nimm mal das Beispiel 9-11, ja, 11. September, die Türme. Da gibt's die genaue Beschreibung von Strahlenwaffen, über geschmorte Eisenträger, von Blue Beam Simulation. Da kannst du dann weiter recherchieren. Oder die völlig niedergebrannten Wohnhäuser, während die Wiese, die Bäume direkt daneben noch grün sind. Das Ganze läuft unter Aufdeckung, Geheimwissen, geheime Strahlenwaffen. Oder ein anderes Beispiel. Da gibt es seit vielen Jahren einen Engländer, ich will den Namen gar nicht nennen, der hat hier nichts verloren, der uns über die Reptiloiden, über die Klonen, über die Bioroboter, über alle seelenlose Wesen, die angeblich im Geheimen hinter den obersten Herrschenden alles beherrschen. Inzwischen gibt's noch mehrere Leute, die diesen Typen imitieren. Es werden großartige Aufdeckungen veröffentlicht von geheimen Wissen, geheime Gesellschaften, geheime Labore, geheime Pläne. Alles wird aufgedeckt. Da fragt man sich doch, mein Gott, die müssen ja total gefährliches Leben haben, wenn die geheimen Sachen aufdecken denn von den Herrschenden. Die müssen ja verfolgt sein. Ich meine, Leute sind für viel weniger verschwunden. Wenn du irgendeinem publiken Politiker irgendwas aufdeckst, da ist schon einigen Leuten die Existenz vernichtet worden. Geht ganz schnell. Die wirklich die Wahrheit einmal gesagt haben, die Wahrheit rausgebracht haben, denen wird die Existenz so schnell zerstört, so schnell kannst du gar nicht schauen. Mir wundert es dann doch, dass dieser Engländer jetzt zum Beispiel ist inzwischen Multimillionär, ist weltweit berühmt, genießt große Publicity und Anerkennung. Und die anderen, die es ihm nachtun, genauso. Die findest du mit ihrem echten Namen, mit Adresse, Telefonnummer, alles findest du die Leute im Internet. Denen geht's nicht nur blendend. Die hupfen ganz offen auf der Bühne rum, für jeden sichtbar. Völlig außerhalb jeglicher Gefahr. Der Witz ist, die sind wirklich nicht in Gefahr. Und warum? Das sage ich euch gleich. Der zweite Punkt, und der müsste inzwischen jedem klar sein, du findest im Internet nichts, was nicht von den Herrschenden erlaubt ist. Alles, was du im Internet findest, ist von den Herrschenden erlaubt oder sogar in Auftrag gegeben. Wenn du bedenkst, was ihr letztendlich ihr Ziel ist, die wollen nicht mehr im Geheimen sein, die wollen sich nicht mehr verstecken. Nur ein kleiner Tipp. Inzwischen gehen erwachsene Männer in die Kindergärten. Fremde Männer wälzen sich und balgen sich am Boden mit den kleinen Kindern. Diese gesamte Spezies will sich nicht mehr verstecken. Aber wie macht man das, wenn sie plötzlich rauskommen würden und sich zeigen würden? Wow, das wäre ja das Entsetzen. Das geht ja gar nicht. Die müssen das langsam vorbereiten, um langsam eine Akzeptanz in den Menschen aufzubauen. Deshalb gibt's diese sogenannten Aufdeckungen. Wenn du irgendwo Aufdeckungen über diese Wesen oder ihre Aktivitäten findest, dann musst du wissen, das haben die in Auftrag gegeben. Damit die Bevölkerung von ihnen erfährt, langsam, langsam, immer mehr. Damit die Menschen von ihnen wissen. Und da findet sich für jedes Land, für die jeweilige Sprache, immer irgendein Depp oder zwei, die Aufdeckungen, die das Geheimwissen, die neuen, alten, geplanten Herrscher, ihre Ziele, Pläne, Aktionen bekannt zu machen. Für Geld und Berühmtheit. Der bringt dann großartig Aufdeckungen. Aufdeckung heißt, er verrät deren Geheimnisse. Kommen dann Bücher raus, Internetauftritte,
viel Geld und Berühmtheit. So, jetzt siehst du da Reptiloiden oder du liest da Bücher über was weiß ich für Wesen, die sich auch als Herrscher bereits zu erkennen geben, die sich teilweise auch Götter nennen. Was du im Internet anschaust, nimmt dein Unterbewusstsein für wahr. Der Fokus, jetzt sind wir wieder beim Thema, euer Fokus, eure Aufmerksamkeit wird auf die gelenkt. Freilich, das Böse hat immer irgendwie einen Reiz. Das Leben ist langweilig, oder? Also schauen wir uns doch die Sachen da an, über die Seelenlosen, über die Reptilien. Eure Aufmerksamkeit ist in dem Moment auf denen, auf den Bösen. Da, wo eure Aufmerksamkeit ist, da, wo dein Fokus ist, da gehst du hin, da gehörst du dazu. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Wo ist dein Fokus? Mei, ist es nicht furchtbar, was die mit den Kindern machen? Mei, ist es nicht schlimm, was da läuft? Mei, ist es nicht furchtbar, was da passiert? Freilich ist es das. Natürlich ist es furchtbar alles. Aber was ist dein Part da drin? Das anzuschauen, dann bist du Teil davon. Dann ist es in dir drin. Dein Zustand, ich meine, wenn du das öfter anschaust, kommst du in einen Zustand, mei, wie furchtbar, mei, wie schlimm. Ich meine, es hört ja nicht auf, du wirst ja weitergefüttert. Immer wieder solche schlimmen Nachrichten. Und alles, was du da reinfütterst in dich, nimmt dein Unterbewusstsein für wahr. Das ist dann deine Wahrheit. Deine Wahrheit lautet, mei, ist es furchtbar, ist es alles schlimm. So wirst du immer trauriger, immer schwächer, weil du kannst nichts dagegen machen. Du gehst in die Hilflosigkeit, du gehst in die Auswegslosigkeit. Wenn dein Fokus auf Mai ist es schlimm ist, dann gehst du nach Mai ist es schlimm. Dann wird dein Leben schlimm. Das gilt's zu begreifen. Das ist von den Auftraggebern aber beabsichtigt. Wenn euer Fokus auf diesem Bösen ist, dann geht es nein in euer Unterbewusstsein. Wo ist dein Fokus? War dein Fokus auf dieser Politclown-Konferenz jetzt in Berlin, wo sie bei der Trulla wieder Fress- und Saufgelage veranstaltet haben? Mehr sind diese Konferenzen nämlich nicht. Diese Clowns haben überhaupt nichts zu bestimmen, gar nichts. Hast du deine Zeit vertan? Hast du deine Energie vertan? Hast du sie denen geschenkt? So, und jetzt soll das große Aufräumen kommen. Was nimmst du denn mit hinüber? Was ist denn in dir drin? Was nimmst du denn mit hinüber in die neue Zeit? Wollt ihr das ganze Schlimme, Furchtbare, womit ihr euch jetzt beschäftigt, wollt ihr das mit hinübernehmen? Ich glaube nicht, dass das geht. Ihr müsst euch davon reinigen. Ihr müsst euch davon fernhalten. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Wo soll der Fokus denn sein? Nämlich auf dir selbst. Alles, was du im Internet findest, ist dazu da, um dich von dir selbst wegzuziehen. Wo ist dein Fokus? Alles Schlimme, was du da im Internet recherchierst, all die Aufdeckungen über das ganze Böse, ist absichtlich dorthin gepflanzt, um dich von dir selbst wegzuziehen. Es geht darum, dass die Seele sich selbst erkennt. Und das ist mit Voraussetzung fürs Überleben. Es wird nichts Böses mit hinübergehen können. Wenn der Fokus am Bösen ist, wirst du dreckig. Durch deinen Fokus auf das Böse kommt deren Dreck in dich hinein. Das Unterbewusstsein nimmt es als wahr auf. Aber damit kannst du nicht hinüber in die neue Zeit. Das darf nicht hinein. Genau das wird nämlich abgeräumt. So, das ist die Entscheidung, die jeder für sich zu treffen hat. Wo ist dein Fokus? Benutzt du die restliche Zeit, um dich selbst zu erkennen? Um die Schönheit deiner Seele zu erleben, im Geist, um die Stille zu finden, um die Freude in der Stille zu erleben,
um dich selbst zu erkennen. Und das ist das Allerwichtigste. Und das wollen sie verhindern. Die Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis der Seele. Deswegen sind wir doch hier. Wo ist dein Fokus? Ich wünsche mir, dass ihr wirklich drüber nachdenkt. Absolut ernsthaft. Nehmt eure Aufmerksamkeit absolut weg vom Bösen. Ganz, ganz weg. Alles Liebe und bis bald.